Identity. Dum, 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 dum. Gamer, Sie sind ungepflegt, unsozial und wahrscheinlich höchst gefährlich. Das zumindest behauptet das Fernsehen und unsere Politiker, die ja für ihre Kompetenz bekannt sind. Wir von Nachgefragt haben nachgefragt, wer oder was Gamer wirklich sind. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Rudi Reporter mit den erschreckenden Einzelheiten. Wir wenden uns an eine Gruppe, die sich am längsten mit dem Thema Gaming befasst. Politiker. Der Kultusminister Klaus hat sich bereit erklärt, mit uns über das ernste Thema zu sprechen. Was genau sind eigentlich Gamer? Das ist eine gute Frage. Gamer sind Jugendliche zwischen 8 und 25 Jahren, die sogenannte Killerspielspiele spielen. Aha. In diesen geht es darum, andere so gewalttätig wie möglich zu ermorden. Je brutaler, desto mehr Points, also Punkte gibt es. Sie scheinen sich ja sehr gut auszukennen. Was haben Sie denn selber gezockt? Na also, natürlich kein einziges. Aber ich habe mich natürlich mit der Materie befasst. Eins der brutalsten Spiele ist zum Beispiel Counter Duty oder Assassin's Creed. Da hört man ja schon vom Namen her, wie brutal die sind. Ja, ja. Und wie genau wollen Sie dagegen vorgehen? Ja, also wir wollen die Bevölkerung von den Gefahren vor diesen Killerspielen warnen, um von den wirklich wahren Problemen abzulenken, wie zum Beispiel Mobbing auf Schulhöfen. Denn dagegen sind wir machtlos. Ich ziehe meine letzte Aussage zurück. Wir wollen die Bevölkerung von Gamern als potenzielle Amokläufer warnen. Wie genau wollen Sie das tun? Naja, wir haben Warnhinweise auf die Spielepackungen gemacht. Wie sieht das aus? Ja, ich hätte da ein paar Beispiele. Zum Beispiel, Zocken fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erhebliche Schäden zu. Oder hör auf zu zocken, fang an zu poppen. Aber Sie sind sicher, dass Ihr Doktortitel echt ist? Sehe ich aus wie Gutenberg oder wie Frau Schaffan? Ich glaube nicht! Es hat! Klaus Anwalt beendet das Interview. Um noch etwas mehr zu erfahren, begleiten wir Gigi den Gamer bei seinem Coming Out. Was ist hier los? Mama, Papa, ich muss euch was beichten. Egal was, wir lieben dich. Ich spiele seit 2 Monaten Call of Duty. Was? Mein Sohn, ein Amokläufer. Spinnst du? Bei den weiteren Erziehungsmaßnahmen wollten die Eltern nicht gefilmt werden. Daher beschließen wir, einen Spieleentwickler zu fragen, was er von der Situation hält. Sie als Entwickler, wie finden Sie es, dass Ihre gewalttätigen Spiele so negativ in der Presse auftauchen? Scheiß drauf. Und was sagen Sie dazu, dass alle Gamer als potenzielle Amokläufer bezeichnet werden? Vom Spieleentwickler bekamen wir keine klare Antwort. Also recherchierten wir weiter. Um die Vorurteile zu überprüfen, gehen wir zurück zum einzigen Gamer, der bereit war, uns ein Interview zu geben. Wie lange am Tag spielen Sie? Puh, so 4 bis 5 Stunden. Also hauptsächlich Call of Duty, aber ich spiele auch manchmal Sims. Entschuldigung, Sims ist aber jetzt kein Ballerspiel. Ja, ich habe auch mal Lust auf was anderes. Was anderes? Sie meinen sowas wie Sport? Also das ist, wenn man quasi rausgeht und dort immer... Ja klar, also wir gehen zusammen ins Schwimmbad, zocken Fußball. Sie? Also Sie meinen wir, also Sie und Ihre Konsole, oder? Nee, meine Freunde und ich. Freunde? Wirklich, sind Sie sicher? Ja. Okay, eine vielleicht etwas schwierigere Frage. Hatten Sie jemals Geschlechtsverkehr? Schauen Sie nicht hin, oder was? Ja, stimmt. Wie oft laufen Sie im Monat Amok? Weniger als 3-mal, zwischen 3 und 6-mal oder mehr als 10-mal? Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Jetzt reicht's!
Rudi Reporter konnte den Beitrag aus gesundheitlichen Gründen leider nicht weiterführen. Also bleiben viele offene Fragen. Wieso nennen wir Leute, die Spiele spielen, Gamer, aber Leute, die Filme gucken, nicht Filmer? Ist Gaming nicht längst ein Massenmedium? Hat den Politikern jemand ins Hirn gekackt? Fragen über Fragen, die wir vielleicht beantworten in der nächsten Folge von Nachgefragt. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Was kotzt euch so sehr an, dass wir dazu ein Video machen sollen? Schreibt's in die Kommentare und weiter geht's dann entweder mit einem Panda bei Dr. Alles oder ihr seht euch ein Video zur Fernsehsteuer an. Wählt mich mal weise, wir sehen uns nächsten Freitag.